Ich kann einfach mit Frauen wie dir nicht mithalten. Wir wurden beide vom selben Typen verarscht. Tequila oder lieber Wodka? Herzlich willkommen. Ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Wir stellen euch heute die Komödie Die Schadenfreundin vor. Carly will ihren Freund Mark zu Hause überraschen. Doch die Überraschung erlebt sie, denn Mark ist verheiratet. Seine Ehefrau Kate will daraufhin die ganze Wahrheit über ihren untreuen Mann wissen und freundet sich mit Carly an. Sie finden schon bald heraus, dass Mark noch eine weitere Geliebte hat. Schließlich wollen sich die drei an ihm rächen. Was wollen wir jetzt machen? Ich möchte ihm wehtun. Wir sollten ihm in die Eier treten. Ich finde es sensationell, wie dein Hirn funktioniert. Aber ich finde, wir sollten auf etwas Größeres abzielen. Die Komödie Die Schadenfreundin ist wirklich ein typischer Frauenfilm. Also die Story an sich ist ja jetzt nichts Neues, aber was ich wirklich sehr amüsant fand an dem Film war, dass sich drei Frauen zusammengetan haben, die wirklich von einem und demselben Mann betrogen werden und sogar zu besten Freundinnen werden. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass die Charaktere halt nicht so tiefgründig waren. Klar, es ist mir schon bewusst, bei Komödien ist das jetzt auch nicht die höchste Priorität. Aber ich hätte mir doch gewünscht, dass die Figuren an einigen Stellen ein bisschen ausgereifter gewesen wären. Genau. Und was ich halt auch ein bisschen problematisch bei dem Film fand, war, dass er teilweise so ein bisschen Drama sein wollte, auch moralisch sein wollte, was aber irgendwie nicht funktioniert hat, weil er dann in der Gesamtheit doch zu unausgewogen war. Ja. Und er hat leider wirklich sehr, sehr lange gebraucht, bis man richtig drin war, weil am Anfang auch die Gagdichte einfach viel zu gering war für eine Komödie. Aber dann, so ab der zweiten Hälfte, hat er halt wirklich richtig Fahrt aufgenommen, hatte sehr viel Situationskomik und ein wirklich absolut schlagkräftiges Finale. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand auch den Film ab der zweiten Hälfte um einiges besser, was ja letztendlich auch wirklich viel mit den Schauspielern zu tun hatte. Also Leslie Mann und Cameron Diaz waren wirklich richtig gut in dem Film. Und insbesondere Cameron Diaz ist für diese Filme wie gemacht. Ich dachte, du fütterst ihn mit Hormonen. Tu ich auch. Genug für eine Geschlechtsumwandlung. Ich sehe aus, als bräuchte ich einen BH. Ich denke, du erreichst gerade die Manopause. Manopause? Aha, ist ja ein wenig. Soll das ein Witz sein? Tagesspiele Nummer 3. Wenn wir noch mehr Gespielinnen finden, muss ich sie auf Entziehungskurs schicken. Die Schadenfreundinnen teilen gerade zum Ende hin ordentlich aus. Und als Zuschauer darf man sich auch selber so ein bisschen seiner Schadenfreude hingeben. Ich gebe dem Film 6 von 10 Punkten. Ja, ich fand auch die Komödie wirklich sehr nett und es werden mal nicht diese typischen Klischees gezeigt. Ich gebe dem Film 6 von 10 Punkten. Du, Tim, sag mal, was machst du denn eigentlich so privat, wenn wir jetzt donnerstags nicht ins Kino gehen? Ach, ist doch egal. Ich meine, das ist völlig unspektakulär. Erzähl doch mal, würde mich jetzt mal interessieren. Nee, ach, will ich jetzt nicht. Warum nicht? Nicht vor den ganzen Zuschauern. Das ist, wie gesagt, das ist völlig, völlig belanglos, was ich da so mache. Film deutlich aufwertet. Ich fand auch, sobald er in der Szene auftaucht, war einfach die Aufmerksamkeit wieder total da. Und mir gefällt richtig gut, dass auch die ganzen verschiedenen Charaktere da mitspielen und trotzdem haben sie Tiefe. Genau, und ich bin auch schon sehr gespannt. Boah, ey, das gibt's doch wohl nicht schon wieder. Der war wirklich einer der besten Sherlock Holmes, die man sich so vorstellen kann. Ja, also ich finde den Film gar nicht gut, wirklich nicht. Also gut, schauspielerische Leistungen muss man ihm schon ankreiden, das kann er schon. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nein. Kannst du mich mal?